Hi meine Lieben, das Video drehe ich schon zum 100. Mal, glaube ich, weil ich es heute nicht hinbekomme. Irgendwie ist heute ein blöder Tag. Ja, aber zum Thema. Ich habe nach langer Zeit mal wieder Lust, einen Tag zu drehen. Und da wusste ich nicht, welchen. Bei Schwangerschaftstags finde ich, ist noch ein bisschen zu früh. Da will ich noch ein bisschen warten. Und dann habe ich in meiner Facebook-Seite euch gefragt, was für Tags gibt's, was könnte euch interessieren. Da kamen aber ein paar Vorschläge. Und da war auch der Familientag dabei, den wo ich jetzt drehe. Dann habe ich in YouTube geschaut nach dem Familientag. Und da habe ich leider bis jetzt nichts gefunden. Also ich denke, dass es den noch gar nicht gibt. Und dann haben die Abonnenten eben gemeint, ja, dann bist du eben die Erste, erfinde ein paar Fragen und eröffne sozusagen diesen Tag. Und ja, wieso nicht, habe ich mir gedacht, stimmt, das ist eigentlich total interessant. Und dann wäre ich die Erste. Und dann habe ich ein paar Fragen von euch bekommen, Abonnenten. Und eben selber welche erfunden. Also ich habe 10 Fragen jetzt zu diesem Tag, aber im Voraus noch. Ich tagge jeden, der Lust hat. Es kann die, wo Videos machen, die Kinder haben, die Kinder Wunsch haben. Jeder kann mitmachen. Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben, da wo ich denke, die haben vielleicht Lust dazu. Und die würde ich auch gerne taggen, aber ich tagge auch jeden, der Lust hat. Also die, wo ich nicht genannt habe, ihr dürft alle mitmachen, wirklich alle. Ich lese euch die Namen kurz vor. Wenn ich einen Namen falsch ausspreche, tut mir das wirklich leid. Schwangerschaftskanal, Miss Red Ratten, Lady Axis, Anonymio Stones, Annes Leben, Baby Express 94, Ben Bear TV, Big Brother 0171, Billy Breakout, Block Melly, Crystal Mami, Elfen Mami, Edbert Jessie, Flitzy 24, Glossy Moon 030, In Love with Shopping, Kleines Baby Nummer 5, Lilly 9992, Lovely Nate B, Mama Tier 4, muss kurz Luft holen, Mrs. Alexa 86, Nati Bittersweet, Paulines Tummy Mami, Ricky Likus, diesen Namen kann ich irgendwie nicht aussprechen, tut mir leid, ich hoffe du weißt, wer damit gemeint ist. Ja, das waren die Namen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr mitmachen wollt. Und ich bitte alle, die wo mitmachen, mir eine Videoantwort in den Kommentaren zu posten. Ich will eure Videos sehen. Unbedingt. Und jetzt starten wir mit dem Tag. Genug gelabert. Erstens. Was bedeutet für dich Familie? Für mich bedeutet Familie Glück. Also auf jeden Fall erstmal Glück. Weil Familie ist das Beste, was man haben kann. Die ist immer für einen da, in guten und in schlechten Zeiten. Natürlich gibt es auch mal sehr schlechte Zeiten, aber meistens ist man dann für einen da. Und ich finde einfach, Familie ist das Beste, was einem passieren kann. Und für mich bedeutet das einfach nur Glück. Und ich bin auch total glücklich, dass ich jetzt meine Tochter habe und dass mein zweites Baby kommt. Und ja, ich bin einfach glücklich. Und für mich bedeutet Familie Glück. Ja, zweitens, wie viele Kinder willst du mal haben? Oder mal? Ich will nur 2 Stück haben. Also meine Tochter eben und mein Kind, was jetzt auf die Welt kommt. Mehr habe ich nicht vor. Für mich langen 2 vollkommen. 2 Stück, mehr nicht. Drittens, mit welchem Alter ist für dich Kinderkriegen perfekt? Ich würde sagen, ab 20 vielleicht. Jünger, okay, es gibt auch Jüngere, aber wenn sie Unterstützung haben und wenn sie, wie soll man sagen, es gibt auch Jüngere, die das ohne Probleme schaffen und das finde ich auch echt, da habe ich echt großen Respekt davor. Aber man sollte schon 20 sein, finde ich jetzt. Also, es gibt kein bestimmtes Alter, das man jetzt, wo man, es gibt auch welche mit 30, die noch nicht bereit sind. Oder
Aber ich finde, mit 16 oder 15 ist das schon ziemlich früh, Kinder zu bekommen. Aber so, wenn man jetzt erwachsen wird und so, ja, dann finde ich das schon perfekt. Aber wie gesagt, es soll keine Angreifung sein. Jeder kann eine perfekte Mutter sein, egal wie alt. Es gibt solche und solche. Das ist normal. Viertens, welches Geschlecht ist dein Wunsch? Was soll es werden? Also bei der Lea war es so, ich wollte ein Mädchen, es wurde ein Mädchen. Und jetzt hätte ich gern einen Bub. Ja, ein Junge. Aber mir ist es eigentlich wurscht. Also wenn es ein Mädchen wird, bin ich auch ganz froh. Hauptsache lebendig und so zickig und topfit. Aber wenn es ein Junge wird, bin ich auch nicht abgeneigt. Da bin ich natürlich auch glücklich. Aber egal, was es wird, ich werde sie so lieben, wie sie sind. Und ja. Aber ich finde Junge und Mädchen, das ist perfekt einfach. Das ist einfach perfekt. Fünftens, wie stellst du dir deine Zukunft vor mit deiner Familie? Ein Haus mit Garten, glücklich zusammensitzen, keine Sorgen haben, schöne Familienabende oder Schwimmen oder Freizeitpark und sowas gehen, zusammen zu fünft, glaube ich. Jetzt so. Nee, zu viert. Zu viert. Ja, mit meiner Katze. Einfach ein totales, tolles Leben mit Haus und Garten. Keine Sorgen. Einfach nur glücklich sein. Sechstens. Hast du schon Namen für dein Kind, Kinder? Ja, meine Lea heißt Lea Michelle. Und ich habe schon Namen für mein Neugeborenes, beziehungsweise mein Baby. Wenn es ein Mädchen wird, heißt sie Emilia Sophie. Und wenn es ein Junge wird, wird es Emilia. Wird er Emilian heißen. Genau. Siebtens, was ist dir das Wichtigste im Leben? Meine Kinder auf jeden Fall. Es gibt nichts Wichtigeres wie meine Kinder. Für die würde ich alles tun. Achtens, was wünschst du dir deiner Familie, Kinder? Ich wünsche meiner Familie total viel Gesundheit, dass sie immer gesund bleiben, dass sie nicht so viel Probleme bekommen und nicht so viel Sorgen, keine Geldprobleme und dass sie alles super meistern in ihrem Leben und dass sie einfach nur viel Glück haben. Neuntens, ist dir gute Erziehung wichtig? Ja, schon. Also ich bin jetzt nicht total oberstreng, aber mir ist Erziehung schon sehr wichtig, weil sonst machen die, was sie wollen später. Die hupfen mir dann auf den Kopf rum. Also ich verbiete nicht alles, aber manches, da bin ich schon streng. Also Erziehung ist mir schon wichtig. Zehntens, denkst du auch mal an dich? Gehst du mal, in Klammern, gehst du auch mal alleine weg? Oder kannst du keine Sekunde ohne deine Familie? Ich gehe schon mal weg. Also ich war jetzt schon öfters weg, alleine mit Freunden oder so. Ich denke da schon an meine Familie, das ist klar. Aber das erste Mal war, glaube ich, sehr schwer wegzugehen. Da hatte ich echt ein schlechtes Gewissen. Aber jetzt geht's schon. Aber jetzt gehe ich eh nicht mehr weg, weil ich zum zweiten Mal schwanger bin. Und es wird jetzt immer schwieriger, was jetzt auch kein Problem ist. Aber ich habe damit kein Problem, einmal alleine wegzugehen. Da vertraue ich dem Papa schon. Das war die letzte Frage von meinem Tag. Die Fragen sind jetzt nicht so außergewöhnlich. Wow. Weil ich jetzt nicht genau wusste, was ist interessant, was nicht. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieser Tag. Und ich hoffe, ihr macht alle mit. Ich will euer Video sehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, meine Lieben. Tschüssi.